Eine ganz besondere Lebensphase ist die Jugend. In dieser Zeit ist alles in Bewegung. Nicht einfach, so seinen eigenen Weg zu finden und eine erwachsene, verantwortungsvolle und selbstbestimmte Persönlichkeit zu werden. Manchmal fehlen in dieser Phase Halt und Orientierung. Dafür gibt es die Jugendarbeit. Jugendarbeit bietet außerhalb von Familie und Schule einen offenen und geschützten Raum, in welchem sich Kinder und Jugendliche ausprobieren und ihre Persönlichkeit entwickeln können. Völlig ohne Leistungsdruck und unter Begleitung von Fachkräften. Jugendarbeit können Bildungs-, Beratungs- oder Freizeitangebote sein. Dadurch entdecken Heranwachsende zum Beispiel die Natur, entwickeln handwerkliche oder künstlerisch-musische Fähigkeiten, lernen andere Lebensstile kennen und erleben den Wert von Gemeinschaft, Toleranz und Demokratie. Jugendliche übernehmen Verantwortung, beteiligen sich und gestalten ihre Umwelt aktiv mit. Die Jugendarbeit folgt dabei dem gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie ist Teil der Kinder- und Jugendhilfe und dem Grunde nach eine Pflichtleistung, die allen jungen Menschen bis 27 Jahren zugutekommt. Wichtige Prinzipien der Arbeit sind Offenheit und Freiwilligkeit. Jugendarbeit gibt es übrigens überall, in Dörfern und Städten, im Land und auf Bundesebene. Weil sie junge Menschen erreichen will, die oft noch kein eigenes Geld haben, ist die Jugendarbeit auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Im Vergleich zu den anderen gesetzlichen Pflichtleistungen wie die Hilfen zur Erziehung oder die Kindertagesbetreuung erhält sie in Sachsen aktuell nur 5% der Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe. Fassen wir nochmal zusammen. In der Jugendarbeit steht die individuelle Förderung des jungen Menschen im Mittelpunkt. Sie begegnet auf Augenhöhe und bezieht Jugendliche unmittelbar mit ein. Das gibt Halt und Orientierung, unterstützt die Persönlichkeitsbildung, fördert die Gemeinschaft und hilft jungen Menschen, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.